Mal jetzt gerade einkaufen. Fahr jetzt erstmal heim, dann räume ich meine Sachen ein. Vielleicht zeige ich euch kurz grob, was ich gekauft habe. Ja. Einmal habe ich hier Bananen, Zitronen, dann das sind, glaube ich, Clementinen. Ich kaufe halt immer alles uneingepackt mit solchen Mehrwegnetzen, so Stoffnetze. Dann die Trauben, die gab es leider nicht anders. Aber die waren einfach im Angebot, weil die anscheinend nicht mehr so lang haltbar sind, stand dran. Und ich dachte mir nur so, what? Also die sehen schon noch perfekt aus so. Also die muss ich mitnehmen, bevor die nachher weggeschmissen werden. Dann eine Gurke, Zucchini 2 und 3 Äpfel. Dann Butter. Und dann habe ich das Müsli. Das habe ich noch nie probiert, aber das sah so geil einfach aus. Ja, mit Schokolade und Amaranth. Sieht einfach so heftig aus, guck ich das mal an. Muss ich gleich mal mitnehmen. Dann habe ich Gnocchi und einmal Hochzeitssuppe, weil ich das gesehen habe und so Bock drauf hatte. Eine Milch, da habe ich aber auch noch eine da, deswegen habe ich nochmal eine mitgenommen. Und Fusilli. Dann Knoblauch, und zwar so eingelegten Knoblauch. Die sind so, so gut. So geil einfach. Dann, ja, Kaffeepads und was Süßes muss ich natürlich auch mit, und zwar gab es die Bueno, aber in Zartbitter, und ich konnte es nicht lassen. Wenn es Zartbitter ist, viel geiler als Vollmilch. Wenn es die Dinger in Zartbitter gibt, müssen die mit. Und die waren auch mal ein gut Sparpaket. Kann man sich ja auch nicht entgehen lassen. Kinder kann ich dann auch bestellen. Und weil mir die zwei Sachen gefehlt haben, weil ich nicht unbedingt jetzt zum DM noch rennen wollte, weil das konnte ich mir auch sparen wegen die zwei Sachen, habe ich mir noch einmal das Shampoo mitgenommen. Das gab es Gott sei Dank auch bei uns im Supermarkt. Und noch ein Deo. That's it. Soll ich euch das öfter zeigen in Vlogs? Ich schreibe euch mal die Frage in die Kommentare. Like mal den Kommentar, wenn ich öfter in Vlogs meine Einkäufe zeigen soll. Ich habe jetzt gerade noch kurz meine Wäsche aufgehängt, meine Bettwäsche in die Wäsche getan. Und jetzt muss ich, Moment, anfangen, mein Video zu schneiden. Genau. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. Schon gesehen habt, habe ich mir gerade mein Frühstück gemacht und das esse ich jetzt gerade einfach Porridge und einen Kaffee dazu. Gönnung, würde ich sagen. Als ich heute Morgen in die Arbeit gefahren bin, es war die reinste Katastrophe. Also alles schön und gut, wenn es schneit, und es ist wirklich schön, wenn es schneit, aber zum Autofahren ist echt die reinste Katastrophe. Auf der Autobahn fahren alle ungelogen 30. Die linke Spur ist überhaupt nicht befahren, die ist komplett zugeschneit. Dann bin ich von der Autobahn runter. Überall standen LKWs, Polizei, nichts mehr vorwärts gegangen. Also es war wirklich einfach die reinste Katastrophe zu fahren. Heute Morgen, bei uns gibt es eine Stelle, wo so eine Kurve ist. Und ich muss sagen, ich bin echt langsam gefahren, weil ich da echt Respekt habe. Und lieber langsam fahren als zu schnell. Ich bin noch ein bisschen zu spät gekommen, es war alles kein Problem. Mein Teamleiter weiß auch, dass ich einen relativ langen Weg zur Arbeit habe und über die Autobahn alles, deswegen war das auch alles gar kein Problem. Wie gesagt, ich bin extrem langsam gefahren und trotzdem, mich hat es einfach komplett so von der Straße so raus. Also im Prinzip nicht so die Kurve gefahren, sondern mich hat so dann nach vorne raus, und das sind an der Seite, Gott sei Dank, schon wie so ein Seitenstreifen, wo dann so Parkplätze sind, wo dann oft auch einfach LKWs stehen. Auf jeden Fall standen da Gott sei Dank keine Autos, weil mich hat es komplett auf diesen Parkstreifen raus. Ich bin wirklich angekommen und ich habe einfach gezittert und ich war einfach nur froh, dass ich das Ganze überlebt habe. Ich schwöre euch, Leute, ich habe sowas nicht erlebt, wirklich nicht. Das wollte ich euch nur kurz erzählen. Eigentlich wollte ich nämlich heute Bilder machen gehen, aber an sich wäre es voll geil mit dem Schnee, aber ich muss ehrlich sagen, ich will nicht jetzt mit dem Auto durch die Gegend fahren. Das muss jetzt echt nicht sein. Da ist das Risiko, dass einfach was passiert, einfach zu hoch. Ich muss mal gucken, was ich dann jetzt heute so mache. Ich dachte, ich kann euch cool mitnehmen beim Bilder machen, als ich gedacht habe, ich fange meinen Vlog an. Aber ich glaube, das wäre einfach nicht so schlau. Ich habe trotzdem noch ein paar Bilder, die ich noch bearbeiten muss. Das mache ich jetzt auf jeden Fall. So, ich wollte mich mal ganz kurz bei euch melden. Wir haben den nächsten Tag. Ich habe gestern nicht mehr wirklich viel gemacht. Und deswegen habe ich mich dann auch nicht mehr gemeldet. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, um 7, kurz nach 7. Eigentlich hätte ich schon losfahren müssen ins Geschäft.
Allerdings habe ich mich da gemeldet und habe gesagt, dass ich leider nicht kommen kann. Einfach aus dem Grund, weil bei uns alles eingeeist ist. Also es war gestern ja schon echt risikoreich zu fahren. Und nachdem dann jetzt heute echt alles vereist war, also ich habe mir gestern Abend schon gedacht, dadurch, dass alles so leicht angetaut ist, hab über Nacht soll das dann halt... Aua, Bella! über Nacht soll das dann halt noch regnen, beziehungsweise halt auf jeden Fall wieder Minusgrade geben. Das heißt, dass es halt einfach jetzt alles eingeeist ist. Und dadurch, dass bei uns noch nicht gestreut wurde, kann ich leider nicht losfahren. Deswegen habe ich jetzt heute mal frei. So Leute, I'm sorry für den ultra geilen Winkel. Auf jeden Fall, wie ihr gerade schon gesehen habt, habe ich Bilder gemacht. Ich fange jetzt an, die zu bearbeiten. Ansonsten habe ich halt echt nicht viel gemacht. Ich bin mega hops heute. Wie kann man so dumm sein? Ich habe irgendwie, glaube ich, minimal vergessen, dass ich vlog. Ich habe gerade die Folge vom Bachelor vorgeschaut mit TVNOW. Und ich muss sagen, ich glaube, das wird rein von den Frauen, die dabei sind. Und dem Bachelor vor allem, glaube ich, echt tatsächlich. Ich wage es zu sagen, nach der ersten Folge wird es, glaube ich, mit die beste Staffel. Ich habe jetzt auf jeden Fall gerade vorhin meinen Kaffee getrunken. Wow, sieht richtig ästhetisch aus. Mir ist arschkalt, ich friere so. Ein Fenster ist offen. Aber ich will nicht aufstehen, weil ich habe mich hier so richtig eingemummelt. Und wenn ich jetzt aufstehe, ist es ja noch kälter, aber ich friere schon so. Aber wenn es offen steht, wird es halt hier arschkalt. Wie dumm. Ich glaube, ich bin so der Einzige, wenn ich ja nicht jetzt in der Situation einfach aufsteht und zumacht. Nein, ich bleibe sitzen, weil ich denke, wenn ich jetzt aufstehe, ist es noch kälter. Statt dass ich einfach zumache, weil sonst die ganze Wohnung auskühlt. So. Wie kann man so unglaublich dumm sein? Ich bin so hops einfach zur Zeit, wirklich. Dadurch, dass ich nichts zu tun habe und immer nur arbeiten bin und dann wieder heimkomme. So. Ich meine, was soll ich euch denn auch zeigen? Oh, E-Mailt mich, wenn es irgendwas Spannendes gibt. Es gibt halt nichts. Ich meine, was soll ich euch denn zeigen? Zum Arbeiten zu Hause. Ich stelle euch jetzt mal kurz hier hin. Oha, das klappt ja voll gut. Die Sonne, ey. Oh, love it. Das ist so geil, Leute. Ich habe euch das ja, glaube ich, schon mal gesagt. Rührei mit Tomate drin. Mega. Guten Morgen. Wir haben Samstag und ich gehe jetzt gleich arbeiten. Trinke gerade noch meinen Kaffee. Wir sind 10 Minuten los. Danach gehe ich direkt zu meiner Cousine. Wir gehen dann zusammen einkaufen und brunchen zusammen. Richtig gute Höhe, es war viel zu hoch, ich stecke gerade auf Zehenspitzen. Bin jetzt gerade nach Hause gekommen, muss jetzt den Vlog schnell noch fertig schneiden. Kommt ja schon morgen, wir sind jetzt Samstag. Morgen kommt schon der Vlog, morgen Abend kommt er schon online. Deswegen muss ich den jetzt heute auch schnell fertig machen, dass ich ihn dann exportieren kann, online stellen kann und er dann morgen kommen kann. Yay! Yeah. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich gern, Glocke aktivieren, wenn ihr Bock habt. Und ich hoffe, ihr seht euch beim nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr fandet das irgendwie unterhaltsam. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Denkt auch dran, den Kommentar zu liken, ob ihr mehr Einkäufe sehen wollt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solche Weekly-Vlogs sehen wollt. Weil ich glaube, generell sind solche Weekly-Vlogs schon cooler als irgendwie so ein Vlog von einem Tag. Außer wenn es natürlich was Spezielles an einem Tag ist, dann natürlich. Aber wenn es jetzt so Alltag ist, ist es wahrscheinlich cooler, wenn ich so Weekly mache. Aber schreibt mir das gerne mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!